Ich begrüße Sie zu einem neuen Interview. Heute zu Gast zum zweiten Mal der frühere Chef des Bundesverfassungsschutzes und jetzige CDU-Politiker Dr. Hans-Georg Maaßen. Ich begrüße Sie, Herr Dr. Maaßen. Guten Tag, Herr Reitschuster. Als wir dieses Interview anvisiert haben, da dachten wir, es wird vor allem um Corona und um die CDU gehen. Inzwischen hat sich das Weltgeschehen so dramatisch entwickelt, dass wir über das reden müssen, was wir eigentlich gar nicht anvisiert hatten für dieses Interview, über die Situation in der Ukraine. Ich habe gerade gesprochen mit jemandem, der früher sehr, sehr nah dran war, auch ganz oben, mehr kann ich nicht sagen, weil ich muss die Quelle schützen. Und ich traue mich gar nicht, das wiederzugeben hier, was er gesagt hat, weil das sehr große Alarmstimmung auslösen würde. Er sagt, er hat wirklich große Angst, dass Putin auf den Knopf drückt. Teilen Sie diese Angst oder glauben Sie, das hat er eher aus einer Emotion heraus gesagt? In Teilen teile ich seine Angst. Ich sage mal so, es war nicht ganz überraschend, was wir in der vergangenen Woche in der Ukraine erlebt hatten. Es hat sich schon in den letzten Monaten angebahnt. Und auch die Tatsache, dass Putin die Olympischen Spiele abgewartet hatte, war absehbar. Er wollte nicht nochmal den Chinesen, ich sage es mal, vors Schienbein treten, nachdem er bei den Olympischen Spielen in Peking nach Georgien einmarschiert war. Es war insoweit ein freundlicher Akt. Aber was Putin angeht, ich nehme ihn wahr als jemanden, der skrupellos ist, aber der durchaus rational ist und berechenbar ist. Das Letztere allerdings mit der Einschränkung. Ich weiß nicht, wie jetzt sein aktueller Gesundheitszustand ist, aber mein Eindruck war, er weiß sehr wohl, was er tut und er verfolgt klare Ziele. Auch wenn diese Ziele uns nicht offengelegt werden, er verfolgt Ziele und bei der Verfolgung dieser Ziele ist er letztendlich durchaus skrupellos. Und mein Eindruck war, sein Ziel war, die Ukraine in den russischen Hegemonialbereich zurückzuholen. So habe ich auch seine Rede vom 24. verstanden, wo er von unserem Land sprach, also das Land unserer Vorväter, und den Anspruch erhob, dass er auch entscheiden kann, wie die Politik der Ukraine aussieht, dass er einen Anspruch darauf ausüben kann, wer in der Ukraine Politik macht. Er sprach dort von Nazis, eine Sprachweise, die man, ich meine, vom KGB her kannte. Alle, die im Grunde genommen nicht auf der Seite der Kommunisten standen, waren Nazis, Faschisten und so weiter, die ausgerottet und bekämpft wurden, also vernichtet wurden. Aus meiner Sicht war sein Kriegsziel und ist weiterhin sein Kriegsziel, in erster Linie sich der Ukraine zu bemächtigen und die Ukraine im russischen Sinne zu gestalten. Skrupellos insoweit, als wir ja sehen, er geht über Leichen, aber das wussten wir, das war im Grunde genommen auch nichts Neues. Wir haben uns immer wieder darüber gewundert, dass der nach außen smarte und sanftmütige Präsident Putin, wir erinnern uns noch an seine Bundestagsrede von 2001, dass er verantwortlich war für die Tötung von Litvinenko, für den Fall Skripal, für die Tötung von Dissidenten, für den Fall Nawalny und die versuchte Tötung. Wir waren vielleicht in Teilen etwas aufgeschreckt, weil wir ein anderes Bild von Putin hatten, aber diejenigen, die sich mit Russland und dem KGB und dem früheren KGB-Chef Putin einigermaßen auskannten, wussten, dass das ein Mann ist, der durchaus auch über Leichen geht, um seine Ziele zu verfolgen. Ist was dran an den Gerüchten, dass er eine relativ schwere Krankheit hat und auch medikamentös behandelt hat und die Befürchtungen, dass diese Medikamente auch irgendwie auf die... Also diese Gerüchte gibt es bestimmt schon seit 6, 7 Jahren, dass er schwer erkrankt ist. Die Gerüchte haben sich allerdings in den letzten Jahren nie so, wie manche Auguren, Kreml-Auguren im Westen es jedenfalls gesehen haben, bewahrheitet, insoweit, dass er nicht mehr seine Arbeit machen konnte. Er scheint jedoch, was das äußere Erscheinungsbild angeht, unter Medikamenten zu stehen, jedenfalls wenn ich diese Bilder der letzten Wochen vergleiche mit älteren Aufnahmen. Inwieweit die Medikamentation und seine Grunderkrankung Einfluss haben auf seine Psyche, kann man letztendlich nur mutmaßen und spekulieren. Wie ernst ist seine Drohung, mit Atomwaffen zu nehmen? Ich würde diese Drohung durchaus ernst nehmen, weil ich sagte, er ist jemand, der
skrupellos ist in der Verfolgung und in der Durchsetzung seiner Ziele. Er hat auch keine ethischen Bedenken, wie wir in der Vergangenheit ja, ich nannte ja die Einzelfälle schon, gesehen haben. Und ich glaube, er wird auch, wenn es zu einer militärischen, konventionellen Auseinandersetzung kommt, auch durchaus diese Karte spielen, weil er diese ethischen Bedenken nicht hat, die wir alle haben. Das klingt nicht sehr erfreulich. In Deutschland ist es jetzt so, dass selbst ganz große Putin-Verteidiger wie Gabriele Krone-Schmalz zugegeben haben, ich habe mich geirrt, dass es aber immer noch so ist, dass gerade viele oder einige von denjenigen, die sehr kritisch sind und die Corona-Politik immer noch ganz eingefleischt für Putin sind. Und ich sehe auch im Internet zum Beispiel Portale, wo ich mir denke, das ist eins zu eins die Kreml-Propaganda, die da übertragen wird. Und doch leider immer noch viele Menschen, die das glauben. Wie einflussreich ist diese putinsche Propaganda bei uns? Wie sind da die Verbindungen? Sie haben sich damit ja jahrelang befasst. Also die Propaganda des Kreml ist in Deutschland durchaus einflussreich. Es hat mehrere Gründe. Zum einen eine historische Linie, auch aufgrund der engen Vernetzung der politischen Linken mit der Sowjetunion, mit der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und bis heute eben mit Russland, dass es eben viele Menschen gibt in Deutschland, vor allem im Ostteil Deutschlands, die durchaus auch positive Lebenserfahrungen mit Russland hatten und dies auch mit Putin verbinden. Und dies auch durchaus mit Putin verbinden. Und Russland ist eben ein großartiges Land mit vielen großartigen Menschen und ein Land eben, das unglaubliche Kulturleistungen auch gebracht hat. Von daher steht man diesem Land grundsätzlich positiv gegenüber und bringt auch ein Grundverständnis eben für die Situation von Putin mit und die russische Politik. Und das ist der Punkt. Man kann ein Grundverständnis, ich sage mal, für politische Ziele der Russen haben, nämlich ein Grundverständnis insoweit, dass Russland in seiner Nachbarschaft, ich sage mal, eine Art Cordon Sanitaire, eine Art Pufferzone haben möchte. Das ist das eine Verständnis dafür zu haben. Das andere ist, dass man keinerlei Verständnis haben kann für die Durchsetzung politischer Ziele mit Gewalt, wie wir es derzeit sehen. Und wie ich vorhin sagte, Putin aus meiner Sicht ist skrupellos, er verfolgt seine Ziele und diese Ziele mit allen legalen und, so hat es der KGB auch immer gehandelt, auch illegalen Mitteln. Und so sehe ich jetzt einen Handel in der Ukraine auch und ich finde es sehr, sehr bedauerlich, dass wir hier in Deutschland immer noch viele Menschen haben, die jedenfalls diese Skrupellosigkeit nicht als solche bezeichnen und sich nicht klar und eindeutig distanzieren und auf die Seite der Ukraine stellen. Wie groß ist da nochmal, um zur Frage zurückzukehren, der Einfluss des Kreml und wie muss man sich das vorstellen? Werden da Journalisten gefördert oder gibt es da Netzwerke, Trollattacken? Was sind die Mittel, die hier in Deutschland da benutzt werden? Nun, es sind unterschiedliche Methoden. Es sind geheimdienstliche Methoden, wie auch ganz offene Methoden und die werden auch zusammengeführt in Russland. Die offenen Methoden sind eben die offene Propaganda von RT Deutsch über verschiedene andere Webportale, über die Russland verfügt, bis eben auch zur Ansprache der russischen Community in Deutschland, einer offenen Ansprache oder der Russlanddeutschen, die auch gepflegt werden von den offiziellen russischen Stellen in Deutschland. Das ist ganz offene Propaganda. Das ist auch letztendlich nichts Verbotenes. Das kann jeder Staat letztendlich so machen. Das andere ist eben die nicht offene Propaganda, die verdeckte Propaganda, in dem von russischer Seite Personen abgetarnt angesprochen werden. Man tritt nicht in Erscheinung als Vertreter von Russland, sondern man tritt in Erscheinung vielleicht von einem Sportverband, man tritt in Erscheinung von einem als Vertreter eines anderen Staates, jedenfalls nicht als offizieller, und versucht Einfluss zu nehmen. Einfluss zu nehmen insoweit, indem Leute eingeladen werden zu Gastvorträgen, in denen Leuten dann, ja, die vielleicht am Anfang ihrer beruflichen Karriere stehen, die Türen geöffnet werden, um weiterzukommen. Das sind typische Nachrichtendienste, die verwendet werden. Wir haben es bei den Chinesen gesehen, bei den Russen sehen wir es natürlich auch und die in vielerlei Hinsicht dann Erfolg haben, weil es dann darum geht, nicht nur die breite Masse zu
ja, mit Propaganda zu überziehen, sondern das Entscheidende ist, dass man Einflussträger gewinnt für die eigene Position. Einflussträger in den Medien sind ausgesprochen wichtig. Menschen, die Verständnis haben, Menschen, die die russische Sicht der Dinge erklären, kommunizieren und als die einzig richtige darstellen, aber auch Politiker. Und wenn man sie nicht persönlich anspricht und gewinnen kann, dann ihre Mitarbeiter, die ihnen die Sprechzettel aufschreiben, die Mappen zusammenstellen, die Gesprächstermine machen und die dafür sorgen, dass eben die richtigen, in Anführungszeichen, richtigen Wahrheiten über Russland verbreitet werden. Wie geht man als kritischer Journalist damit um? Ich bin ja jemand, der zum Beispiel bei Corona immer sagt, man muss die Gegner, also die konträren Seiten sich anhören und es muss alles vertreten sein. Nun haben wir aber eine Situation, wo wirklich unglaublich viel Propaganda gebracht wird. Ist es dann die Pflicht vom Journalisten, diese Propaganda auch zu wiederholen? Nach dem Motto, ich weiß ja nicht, wer recht hat. Wo ist da aus Ihrer Sicht der Kompass? Man muss sich vor allem darüber im Klaren sein, dass man jederzeit auch instrumentalisiert werden kann für russische Propaganda. Allein die Tatsache, dass man sich darüber im Klaren ist, dass man vielleicht Instrument sein soll, hilft schon weiter. Ich will damit sagen, man soll auch die russische Perspektive sehen, genauso wie man die amerikanische, die europäische sehen soll. Man muss jede Perspektive letztendlich abwägen und als Journalist muss man zu einem ausgewogenen Meinungsbild kommen. Man darf sich auch nicht mit der guten Sache identifizieren, sondern man muss eine kritische Distanz wahren. Von daher, ich hätte null Probleme, wenn sich Journalisten intensiv auch mit russischen Kollegen, intensiv auch mit Vertretern der Botschaft und der Regierung auseinandersetzen, diskutieren. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, das Gegenüber macht es deshalb, weil es gerne möchte, dass eine bestimmte Sicht der Dinge transportiert wird. Und man muss immer einen gewissen Abstand auch zu dem Objekt haben, über das man berichtet. Und damit transportiert man ja aber dann diese Propaganda doch. Ja, also ich bin ein Verfechter einer offenen Berichterstattung. Ich bin dagegen, dass man grundsätzlich sagt, Cancel Culture, bestimmte Positionen werden nicht vertreten. Ich glaube, die Menschen bei uns haben einen Anspruch darauf zu erfahren, wie sieht halt Herr Putin die Lage? Was sind seine Kriegsziele? Warum macht er das? Anstatt nur über ihn zu berichten, und zwar Werten zu berichten, bin ich der Meinung, muss man natürlich auch ihn bzw. die russische Position zu Wort kommen lassen. Aber das heißt noch lange nicht, dass man sich diese Position zu eigen macht in der Bewertung. Man muss sie kritisch begleiten, man muss sehr kritisch damit umgehen. Aber ich bin der Meinung, wie auch immer, man muss beiden Seiten die Gelegenheit geben, sich zu äußern. Also sind Sie gegen das jetzt von der EU anvisierte Verbot für EU und Sputnik? Nein, das will ich nicht sagen. Das ist aus meiner Sicht schon Propaganda. Ich habe jetzt in Richtung deutsche Journalisten geredet. Oder westliche Journalisten. Ich bin der Meinung, westliche Journalisten dürfen auch in einer derartigen Auseinandersetzung keine Propaganda betreiben, sondern westliche Journalisten haben den Auftrag, unsere Bürger zu informieren über das, was in der Ukraine sich abspielt, aber auch, wie der Kreml tickt, wie der Kreml denkt. Und da erwarte ich auch eine unvoreingenommene Berichterstattung insoweit, als dass man auch die Russen zu Wort kommen lässt, aber sie kritisch dann auch in der Bewertung einordnet. Wie, wenn bei Ihnen jetzt Olaf Scholz anrufen würde und sagen würde, Sie haben viel Erfahrung im Umgang mit den Russen, was würden Sie mir raten, wie gehe ich jetzt mit Putin um, was würden Sie ihm sagen? Also ich sagte eingangs schon, ich halte Herrn Putin, so wie ich ihn in der Vergangenheit aus der Außenperspektive wahrgenommen habe, für einen rational und berechenbaren Menschen, der allerdings skrupellos ist. Ich glaube, was wir brauchen, ist ein Höchstmaß an Profession, an Professionalität in den Ministerien, auch in, ich sage mal, als Minister. Es ist sehr, sehr schade, dass Menschen mit viel Erfahrung durch die Bundestagswahl jedenfalls bedeutende Posten der Bundesregierung verloren haben, dass wir in Teilen, ich sage mal, mit Berufsanfängern dastehen, die sich natürlich von alten Hasen wie einem Herrn Lavrov als Außenminister und von anderen hochrangigen russischen Politikern relativ schnell an die Wand spielen lassen können. Was wir als Deutschland brauchen, ich glaube, das ist die Sprache, die auch Herr Putin durchaus versteht, ist, dass wir klare Kante zeigen und dass wir Herrn Putin darauf aufmerksam machen, was seine Risiken sind. Das, was ihn abhält von weiteren Maßnahmen, von weiterem Vorgehen, ist zu erkennen,
dass die Risiken, die er bereit war einzugehen, dass die einfach zu hoch sind, dass er sich verschätzt hat. Und dann wird er letztendlich, weil er aus meiner Sicht ein durchaus berechenbarer Mensch ist, auch wieder zurückrudern. Aber eine derartige Politik kann man nur aus einer Position der Stärke machen und nicht aus einer Position der Schwäche. Derartige Verhandlungspartner werden nach meiner Erfahrung von Russland nicht wahrgenommen. Sie sagen jetzt, er ist berechenbar. Nach meinen Informationen, also weiß ich auch aus dem erweiterten Umfeld, ist es so, dass er morgens sich mit seinen Vertrauten dann nach dem Schwimmen, er steht immer sehr spät auf, dann trifft man sich zum Frühstück, er erzählt ihnen die Weltsicht, dann rufen die später in den normalen Gesprächen bei den Chefredakteuren der großen Fernsehsender an, schildern ihnen dann das und abends sieht dann Putin im Fernsehen das, was er eigentlich gesagt hat und sieht dann, seht her, ich habe recht gehabt. Und jetzt auch wieder Informationen relativ gute, er war überzeugt, dass in der Ukraine der Widerstand gegen Selenskyj groß sei und er hatte große Hoffnungen, dass Teile der ukrainischen Armee überlaufen und dass er zumindest von nicht ganz geringen Teilen der ukrainischen Bevölkerung begrüßt wird. Und das war, wie wir jetzt auch sehen, eine völlige Fehleinschätzung. Einerseits rational, aber ist das nicht die Gefahr in allen Diktaturen, ja selbst in Demokratien, wenn man zu lange an der Macht ist, dass man irgendwann anfängt, da an das eigene Narrativ zu sehr zu glauben? Ja, Sie sagen selbst, dass die Gefahr in Diktaturen, aber auch in Demokratien, eigentlich in allen Systemen, und da braucht man Mechanismen, die einen selbst mit der Realität wieder versöhnen oder die Realität nahebringen. Und in der deutschen Politik muss man sich natürlich auch die Frage stellen, was weiß Putin eigentlich von der Lage? Das eine, wie ich vorhin schon sagte, aus meiner Sicht ist er durchaus berechenbar und handelt rational, aber man muss sich die Frage stellen, auf was für einer Grundlage handelt er denn rational? Wie sieht er die Welt? Was ist seine Sicht auf die Welt? Und ich glaube, Herr Reitschuster, Sie hatten in diesem Punkt recht gehabt. Er lebt halt in seiner Kremlblase und in diese Kremlblase kommen nur bestimmte Informationen rein. Und aus seiner Perspektive war es vielleicht ein Blitzkrieg, der stattfinden sollte. Man geht nach Kiew, ja, und wird vielleicht von freudigen jungen Ukrainerinnen mit Blumen begrüßt. Und der Selenskyj ist dann in der Zwischenzeit schon nach Washington abgereist. Das mag seine Perspektive gewesen sein. Das halte ich gar nicht mal für so unwahrscheinlich, weil der Kreml eben auch abgeschottet ist. Und darüber muss man sich einfach im Westen klar machen, dass wenn er weitere politische Entscheidungen im Ukraine-Konflikt trifft, er sie nur aus seiner Perspektive, das heißt aufgrund seiner Tatsachengrundlage, seiner Lageeinschätzung treffen kann. Und das kann natürlich eine wesentlich kleinere oder eine ganz andere sein, als die wirkliche Lage ist. Jetzt würde ich sagen, gehen wir zum ursprünglich geplanten Thema, zu Corona. Wie sehen Sie das? Die Corona-Maßnahmen, die wir bis jetzt ja immer noch haben, sind die wirklich rein medizinisch begründet oder drängt sich ein bisschen der Verdacht auf, dass das medizinisch nicht alles so prima Sinn macht? Und wenn ja, was könnte da dahinter stecken? Ich habe persönlich den Eindruck, dass viele politische Entscheidungen zur Corona-Bekämpfung medizinisch unschlüssig sind und für viele Menschen inzwischen auch nicht mehr nachvollziehbar sind. So die Impfpflicht oder ich sage mal das Thema Impfen gegen Covid war für viele Menschen sehr naheliegend gewesen. Viele haben sich freiwillig impfen lassen, weil sie die Hoffnung hatten, dann ist das Thema Corona für sie erledigt. Sie sind davon ausgegangen, 90-prozentiger Impfschutz. Sie sind davon ausgegangen, dass über mehrere Jahre sie immun sein würden und dass sie nicht infektiös sein würden. Und dann hat sich herausgestellt, dass das alles gar nicht so stimmt, dass es nur in Teilen wahr ist oder dass es ganz wahr, unwahr ist, weil man damals vielleicht auch gar nicht die ganze Realität kannte, dass man doch infektiös ist, dass der Schutz sehr gering ist und dass man jedenfalls nach kurzer Zeit sich plötzlich boostern lassen musste. Und da stellen sich viele Menschen, genau wie ich, die Frage, was soll das alles und warum wird hier auch bei einem Zurückgehen der Totenzahlen, einem Zurückgehen der Inzidenzzahlen mit aller Gewalt von bestimmter Seite das Thema Impfen und Impfpflicht versucht durchzupeitschen, durchpeitschen bei Pflegekräften und durchpeitschen mit Blick auf die gesamte Bevölkerung. Und weil das alles keinen Sinn macht, weil jeder sich sagt, Omikron ist keine so große Gefahr, wie Herr Lauterbach immer beschrieben hatte,
Weniger Menschen sind gestorben, aber der Schaden für die Kinder und für die Gesellschaft ist groß. Stellt man sich die Frage, warum? Was ist der Grund, dass die Politik wieder alle Vernunft versucht, das hier durchzupeitschen? Nun, man ist dann relativ schnell an dem Punkt, wo einem vorgeworfen wird, man würde Verschwörungstheorien verbreiten, wenn man hier versucht, sich die Frage zu beantworten. Viele Menschen stellen sich diese Frage. Bei den Montagsspaziergängen stellen sich die Menschen die Frage, warum macht die Politik das, wo es nicht schlüssig ist und wo sie eigentlich verantwortlich ganz anders handeln müsste. Als Jurist würde ich sagen, dann macht man mal eine Beschuldigtenvernehmung und schaut sich vielleicht mal die Unterlagen an, die in den letzten Monaten fabriziert worden sind, um sich ein Bild zu machen. Weil allein um den Gesundheitsschutz kann es in der Politik nicht gehen. Da wird es noch andere Gründe geben, warum zum Beispiel hier die Impfpflicht mit brachialer Gewalt durchgepeitscht werden soll, wie in Österreich. Was könnte das sein? Ja, ich will hier gar nicht spekulieren. Wie gesagt, das ist eigentlich zunächst mal eine Aufgabe von Journalisten der Bundespressekonferenz, die Fragen an die Verantwortlichen zu stellen. Nämlich, warum machen Sie das? Das macht keinen Sinn. Was ist Ihr wirkliches Motiv? Dafür gibt es im Grunde genommen die sogenannte vierte Macht im Staat, den Journalismus, dass Sie die Politiker befragen und auch nicht locker lassen, bis die Politiker reden. Alles andere ist Spekulation oder man müsste Staatsanwälte kommen lassen, die eine, ich sage mal, eine Befragung durchführen. Jetzt sind wir ganz ehrlich, wenn ich das fragen würde auf der Bundespressekonferenz, wann ist die nächste, übermorgen, dann wäre wahrscheinlich die Antwort, dass man Verschwörungstheorien nicht kommentiert, beziehungsweise die wäre so sehr ausweichend. Also ich denke, mit Fragen allein kommt man da nicht so recht weiter. Nur natürlich müssen Fragen gestellt werden. Eine Frage ist keine Theorie und schon gar nicht eine Verschwörungstheorie. Eine Frage kann berechtigt sein oder sie kann unberechtigt sein, aber auf jeden Fall müssen Fragen gestellt werden und sie müssen beantwortet werden. Und natürlich, wenn Sie es nicht tun, erwarte ich es vom Parlament, auch von meiner eigenen Partei, von der CDU und der CSU, dass Sie diese Fragen an die Bundesregierung, an Herrn Lauterbach und Herrn Scholz adressiert. Warum macht ihr das? Was wollt ihr? Warum wollt ihr Menschen, warum wollt ihr Kinder zwingen, sich impfen zu lassen, wo viele, viele Experten sagen und auch die Zahlen es deutlich machen, dass das überhaupt keinen Sinn macht? Dann wird Herr Lauterbach einfach, wann ist er wieder in der Bundespressekonferenz? Am Donnerstag wird er sagen, sehen Sie sich die Zahlen an, ich kann ihn nicht nachmachen. Und es geht darum, dass die neue Mutation kommt und davor muss man die Leute schützen. Nun, das ist natürlich nicht, ich sage mal als Jurist, glaubhaft. Die Politik, die Journalisten sind hier im Grunde genommen die einzigen, die Politiker, die verantwortlich sind, zum Reden bringen können. Das ist, glaube ich, das große Problem. Also in der Bundespressekonferenz jetzt, ich sehe nicht allzu viele Kollegen, die so kritisch sind, wie ich das versuche. Und was dann mit einem passiert, das sieht man ja durch den Ausschluss, der jetzt immer noch nicht rechtskräftig ist, weil der Widerspruch noch läuft. Aber da hat man in meinen Augen auch ein Versagen der vierten Macht. Und da schlage ich jetzt sogar die Brücke zu unserem ersten Thema, weil die Menschen keinerlei Vertrauen mehr in die Medien haben. Viele Menschen. Es gibt ja noch genügend, die das auch alles weiter für bare Münze nehmen. Gerade weil sie so misstrauisch sind, mit gutem Grund, sind sie eben jetzt auch so misstrauisch, wenn es um Russland geht. Das erinnert ein bisschen an die Fabel von dem Jungen, der immer schreit, der Wolf, der Wolf, der Wolf, und man glaubt es ihm nicht mehr. Und jetzt ist wirklich eine ganz schlimme Situation da. Jetzt ist wirklich ein Angriffskrieg, ein Überfall mitten in Europa passiert und viele Leser, viele Zuschauer, die sagen sich eben, ja, die lügen doch immer, die werden auch jetzt lügen. Da fehlt uns, glaube ich, etwas die Resilienz inzwischen aus verständlichen Gründen. Herr Reitschuster, ich sehe es ähnlich wie Sie. Die Medien haben bei Corona überzogen. Sie haben in Teilen falsch informiert, sie haben in Teilen desinformiert und diese Desinformation geht weiter. Was ich bei Russland wahrnehme, ist, dass sie in Teilen auch Propaganda betreiben. Wenn ich sehe, dass dann Bilder gebracht werden, die nicht dazu passen, zu dem Kampfgeschehen, das macht mir einfach Sorge, weil damit unterminiert man im Grunde genommen die Glaubwürdigkeit der eigenen Position. Und das ist letztendlich sehr, sehr gefährlich. Und ich verstehe die Menschen in Deutschland, die sagen,
wem soll ich eigentlich noch glauben? Den Politikern, Stichwort Herr Lauterbach, kann ich nicht mehr glauben. Und den Medien glaube ich auch nicht mehr. Von daher halte ich mich im Grunde genommen aus dem politischen Geschehen komplett raus, weil ich nicht weiß, wer hier überhaupt noch die Wahrheit sagt. Ja, eine sehr dramatische Entwicklung. Was ist Ihre Prognose? Wie geht es mit Corona weiter? Wird das Thema jetzt in Vergessenheit geraten wegen der weltpolitischen Lage oder werden wir noch viele Jahre mit Masken und mit Impfbescheinigungen uns durchs Leben schlagen müssen? Also ich befürchte, dass es noch einige Zeit weitergeht. Derzeit ist es nun so, dass die Ukraine-Krise, Ukraine-Krieg alles überlagert. Wir wissen auch nicht, wie es mit der Ukraine, mit dem Ukraine-Krieg weitergehen wird. Ob Deutschland in irgendeiner Weise hier mit betroffen ist, können wir einfach nicht vorhersehen. Aber ich vermute, dass das Thema Corona uns noch längere Zeit beschäftigen wird, weil es offensichtlich auch in der Politik Menschen gibt, die, ich sage mal ganz salopp, Spaß daran gefunden haben, dieses Thema immer weiter zu betreiben. Und selbst wenn die Inzidenz im einstelligen Bereich wäre, könnte man noch immer sagen, hütet euch vor der 8. oder der 20. Corona-Welle und seid vorbereitet und macht dies und jenes. Also ich glaube, dass jedenfalls politische Interessen da sind, dieses Thema weiter zu befeuern. Nicht zuletzt ist es ein riesiges Geschäft, von dem viele, viele Unternehmen gut leben, auch viele Einzelpersonen. Und hier diese Verquickung zwischen Politik, Medien und Geschäft kann dazu führen, dass das Thema weiter befeuert wird. Was halten Sie denn von der Kritik oder dem Verdacht, dass es auch ein bisschen mit Kontrolle zu tun hat? Also diese QR-Code, dass man jetzt diese Apps haben muss und dass jeder sozusagen hier Gehorsam zeigen muss, dass das auch eine Rolle spielt. Das muss ja nicht die Ursache sein, aber es kann ja sozusagen etwas sein, was manchen gefällt von denen, die diese Politik zu vertreten haben. Wie sehen Sie diesen Verdacht? Genau, das ist der richtige Ausdruck, Herr Reitschuster, das ist ein Verdacht, das ist keine Verschwörungstheorie. So als Jurist würde ich sagen, ich habe hier zunächst mal einen dringenden Tatverdacht, weil offensichtlich viele Spaß dran gefunden haben, Daten zu verknüpfen. Menschen haben eine App, es wird darüber geredet, es soll jetzt auch die Steueridentifikationsnummer möglicherweise mit den Impfdaten verknüpft werden. Vor dem Hintergrund muss man sich wirklich die Frage stellen, was wollen Sie? Wollen Sie ja eine Totalüberwachung? Aus meiner Sicht spricht manches dafür, dass offensichtlich damit auch nicht so edle Motive verknüpft werden. Und dem muss man unbedingt nachgehen und das muss man stoppen. Und man muss die Politiker dazu zwingen, hier endlich die Wahrheit zu sagen und transparent zu sein. Und was auch noch eine Rolle spielen könnte, das ist, dass die Politiker jetzt eine Macht haben über die anderen Menschen und auch über deren Alltag, die selbst in Diktaturen unüblich ist. Ich weiß, das ist ein großes Tabuthema, aber es ist ja tatsächlich so, ich sage es jetzt mal ganz sarkastisch, nicht zynisch, das wird ja immer verwechselt in Deutschland, in einer modernen Diktatur, da können Sie ins Restaurant gehen, wann immer Sie wollen, Sie können sich mit jedem treffen, mit dem Sie wollen, solange es nicht politisch ist und auch in größerem Umfang. Und bei uns, ich bin jetzt viel im Ausland, wenn ich hierher komme, dann fühle ich mich wirklich in vielerlei Hinsicht unfrei und sagen wir jetzt in der Beschränkung in der individuellen Freiheit, die ich so überhaupt nicht gewöhnt bin. In der Tat, ich sehe es genauso. Es war alles unter der Überschrift Corona-Bekämpfung rechtfertigt worden. Ich habe vieles für nicht rechtmäßig gehalten, weil ich es für unverhältnismäßig hielt. Als Jurist lernt man im dritten Semester des Studiums, wie der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, das gesamte öffentliche Recht durchzieht. Jedes Staatshandeln muss verhältnismäßig sein, die Handlung muss erforderlich sein, sie muss geeignet sein und vor allem mit Blick auch auf die Folge und Nebenwirkung muss es angemessen sein. Und hier sah ich, dass einfach Entscheidungen getroffen wurden auf einer Ministerpräsidentenrunde ohne jegliche Abwägung. Nach meiner Einschätzung vielfach willkürlich, ob eine zum Beispiel jetzt der Genesenenstatus 6 Monate oder 3 Monate ist. Ich muss sagen, so etwas hätte ich mir im Grunde genommen in einem dritte Weltstaat vorgestellt, wo Rechtsstaatlichkeit und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz überhaupt keine Rolle spielen, aber nicht bei uns. Und das sagen sehr, sehr viele Juristen in diesem Land. Von daher, wir haben ja eine grundlegende Veränderung in den letzten 2 Jahren erlebt, was die Rechtsstaatlichkeit in diesem Land anging. Und die Politiker der Exekutive haben eine ganz andere Rolle übernommen und in dieser Rolle fühlen sich manche dieser Politiker wohl. Man muss sie jetzt, ich glaube, einem kalten Entzug aussetzen, dass die Bevölkerung, dass das Volk sich diese Rechte wiederholt
und zwar für immer wiederholt. Diejenigen, die das tun, die werden dann als Nazis diskriminiert. Wir hatten jetzt Demonstrationen, 100.000 Leute in Berlin, auch der Minister Lauterbach. Ich begrüße das sehr, als jemand, der selber viele Freunde in der Ukraine hat. Aber ist das nicht der Gipfel der Scheinheiligkeit, wenn der gleiche Lauterbach noch vor 10 Tagen sagte, das sei jetzt unverantwortlich zu demonstrieren, wenn die Ministerin, die Innenministerin sagte, man braucht nicht auf die Straße, um das zu tun, wenn viele Demonstrationen von Corona-Maßnahmen-Gegnern verboten werden? Also da passt das für mich überhaupt nicht mehr zusammen. Und das empört mich auch als Bürger, muss ich ganz ehrlich sagen. Es empört mich, wie hier mit dem Demonstrationsrecht umgegangen wird. Ich kann mich noch erinnern, wie schwer es war, vor etwa 10 Jahren noch 1. Mai-Demonstrationen in Berlin zu verbieten. Es war nämlich gar nicht möglich, obwohl Gewalttaten schon vorprogrammiert waren. Die Polizei musste sich darauf einstellen und musste Jahr für Jahr schwer verletzte Polizeibeamte einfach hinnehmen, weil das Demonstrationsrecht in Deutschland ein so hohes Gut ist. Und jetzt wegen eines mangelnden Hygienekonzepts oder weil möglicherweise Reichsbürger auch daran teilnehmen könnten, werden Demonstrationen einfach verboten. Es wird rigoros gegen diese Demonstrationen vorgegangen. Ich muss sagen, ich habe damit rechtsstaatliche Probleme, wie hier gegen diese Demonstranten vorgegangen wird, die nichts anderes machen, als ihr Recht auszuüben. Ich habe auch große Probleme damit, dass ganze Personengruppen diffamiert und diskreditiert werden als Nazis oder Faschisten. Von Herrn Lauterbach bin ich persönlich auch schon als Nazi bezeichnet worden im Zusammenhang mit meinem Wahlkampf. Mich erinnert das an das, was ich vorhin auch schon über Herrn Putin gesagt habe. Sozialisten verwenden den Begriff Nazi und Faschisten gerne, um andere Menschen zu diskreditieren, zu diffamieren und, wie im Falle Putin wir sehen, auch zu neutralisieren oder zu töten. Ich finde es ganz, ganz schlimm, dass dieser Begriff Nazi, Antisemit, Faschist hier in Deutschland als politisches Kampfinstrument verwendet wird, um Menschen zu diskreditieren und mundtot zu machen. Und um das geht es. Da ist ja die höchste Perfiderie darin, dass man dann den anderen vorwirft, sie würden den Nationalsozialismus verharmlosen, was durchaus auch manchmal der Fall sein mag. Da wollen wir gar nicht darüber, da will ich gar nicht das bestreiten. Aber ständig politische Gegner als Nazis zu bezeichnen, das ist in meinen Augen die ultimative Verharmlosung des Nationalsozialismus. Ich mache es jetzt etwas sarkastisch. Wenn Ihnen jetzt vorgeworfen wird, Sie sind ein Nazi, dann muss ja der normale Mensch den Schluss ziehen, die waren eigentlich recht sympathisch, diese Nazis, und ziemlich vernünftig, wenn die so waren wie der Herr Maaßen. Also es ist eine unglaubliche Verharmlosung in meinen Augen. Ich stimme dem zu. Es ist eine Verharmlosung, wenn man darüber nachdenkt, was der Nationalsozialismus an Leid über die Deutschen, über andere Völker, vor allem aber auch über das jüdische Volk gebracht hat. Und jetzt diesen Begriff Nazi gegen jeden verwendet, der gegen den Strom schwimmt, wie es jetzt die Montagsspaziergänger sind, wie es Leute sind, die sich Gedanken einfach machen über die Klimapolitik, über die Energiewende oder über andere Politikfelder, sie einfach so zu diskriminieren, zu diskreditieren, ist aus meiner Sicht ganz, ganz furchtbar, auch mit Blick eben auf die Opfer, die der Nationalsozialismus gebracht hatte. Abschließend dazu noch, es ist eben vielen hierzulande leider nicht bewusst, dass das eine alte KGB-Methode ist. Ich glaube, Agajans war es, der Tschekka-General vom KGB-Vorläufer, der sagte, wenn man argumentativ nicht mehr weiterkommt, dann beschuldigt man den, dann beschimpft man den Gegner als Faschisten. Und seit Angela Merkel hier Kanzlerin ist, hat sich das auch in unserer Innenpolitik ganz massiv verbreitet. Aber jetzt würde ich gerne wechseln zum letzten Thema, zur CDU. Da habe ich manchmal den Eindruck, dass die nicht mehr das macht, was man klassisch als Opposition bezeichnete, sondern eher so eine Unterstützungsgruppe für die Regierung ist, die dann nur sagt, hier bei der Nuance könntet ihr das noch ein bisschen anders machen. Bin ich dazu kritisch? Also ich habe den Eindruck, dass die CDU immer noch nicht ganz in der Opposition angekommen ist, sondern glaubt, der Regierung helfen zu können. Als Opposition kann man nicht der Koalition in wichtigen Punkten zustimmen, sondern man muss deutlich machen, was man für besser hält. Und dies war bei der Corona-Politik notwendig gewesen, dass die Opposition, die CDU, einen eigenen Vorschlag einbringt und sich nicht der Bundesregierung anschließt und schon gar nicht Steigbügelhalter der Bundesregierung ist. Was wir jetzt brauchen, ist eine Opposition, die die Regierung vor sich hertreibt. Und die Regierung von Scholz, Baerbock, Habeck und Lindner macht eigentlich täglich Fehler.
permanent Fehler. Manchmal ist es so schlimm, dass man im Grunde genommen sich schämt für die deutsche Bundesregierung. Und ich habe eine Erwartung an die CDU-CSU-Bundestagsfraktion, dass die Bundesregierung mit ihren Fehlern konfrontiert und sie stellt und jeden Tag vor sich hertreibt. Was klappt da nicht? Warum macht sie das nicht? Ist noch zu sehr auf dem Merkel-Kurs? Es ist aus meiner Sicht noch zu ungewohnt. Man hat es nicht gelernt, Opposition zu sein. Und ich habe auch einer Reihe von Bundestagsabgeordneten der CDU gesagt, sie müssten morgens vielleicht beim Frisieren oder beim Rasieren vor dem Spiegel üben, Nein zu sagen. Alles andere führt dazu, dass die CDU letztendlich ja, vielleicht ein Schicksal nimmt wie die Thüringer CDU, die wir gerade auch als Steigbügelhalter der rot-rot-grünen Regierung in Erfurt sehen. Die Menschen erwarten, wenn man die CDU wählt, dass man nicht die Linken bekommt und keine linke Politik bekommt und vor allem, dass Alternativen gezeigt werden. Nämlich zur linken Politik gibt es immer eine bürgerliche Alternative und die CDU ist aus meiner Sicht verpflichtet dazu, diese auch im Parlament und in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Sie werden ja nun viel angegriffen. Man sagt Ihnen nach, Sie seien in der falschen Partei, Sie müssten in die AfD, Sie seien viel zu rechts für die CDU. Wie stehen Sie zu dieser Kritik? Das ist Blödsinn und das habe ich immer wieder gesagt. Ich vertrete Positionen, die noch vor einigen Jahren Common Sense in der CDU und in der CSU waren und die auch heute noch von sehr, sehr vielen Mitgliedern vertreten werden. Ich bin sogar der Überzeugung, dass die Mehrheit der CDU-Mitglieder eine andere Politik will als die linke Politik, die von Frau Merkel und ihrem Umfeld betrieben worden war. Ich bin seit vielen oder man kann sagen seit Jahrzehnten Mitglied der CDU und ich denke, ich habe mich in meinen Positionen nicht verändert. Auch die CDU hatte sich bis vor einigen Jahren nicht verändert, bis es eben zum politischen, ich sage mal, Rutsch in Richtung links gab, den ich vielleicht ab dem Jahr 2010 festmache. Und seitdem ist die CDU eher zu einer linken Partei geworden als eine bürgerliche Partei geblieben. Und ich möchte gerne, dass die CDU wieder dorthin geht, wo sie einmal stand. Die Werteunion wollte ja eine konservativere CDU. Sie sind jetzt, glaube ich, ausgetreten. Was ist da schiefgelaufen? Nun, schiefgelaufen war, dass ich es nicht akzeptieren konnte, dass der Vorsitzende der Werteunion für die AfD für das Bundespräsidentenamt kandidierte. Vorsitz der Werteunion zu sein, ist keine Privatsache, sondern man muss die Interessen der Werteunion vertreten. Als Privatmann kann man sich aufstellen lassen, aber auch als CDU-Mitglied halte ich es für ein parteischädigendes Verhalten, wenn man für eine andere Partei, egal ob AfD oder FDP, in einem politischen Amt kandidiert. Und die Werteunion hatte das Ziel gehabt, dass sie innerhalb der CDU für Veränderungen sorgt und nicht, ich sage mal, mit der AfD Gespräche führt oder dass der Vorsitzende für die AfD kandidiert. Von daher, aus meiner Sicht, ist das Ziel verfehlt worden. Und das hat erheblich dazu geschadet, erheblich der Werteunion geschadet. Ist sie politisch tot? So weit würde ich nicht gehen, aber der Einfluss, den die Werteunion eigentlich haben sollte, den sie haben sollte, nämlich Einfluss innerhalb der Partei zu haben, ist derzeit nicht mehr da. Wenn die Werteunion sich wieder berappeln sollte, dann ist es, denke ich, ein langer, langer Weg dahin, dass sie innerhalb der Partei wieder anerkannt wird. Hat sich die CDU ausreichend von Angela Merkel emanzipiert? Nein, das hat sie nicht. Ich hätte mir das im Wahlkampf gewünscht. Das wäre eine deutliche Unterstützung im Wahlkampf gewesen, wenn es ein klarstellendes Wort von Herrn Laschet damals gegeben hätte oder auch von anderen aus der CDU-Führung, die gesagt hätten, wir wollen kein Weiter-so. Es sind Fehler gemacht worden und wir distanzieren uns von bestimmten Politiken der CDU unter Angela Merkel. Das ist nicht gemacht worden. Das ist sehr, sehr bedauerlich. Viele Menschen haben einfach darauf gewartet, die mir am Wahlkampfstand gesagt haben, Herr Maaßen, wir würden Sie ja gerne wählen, aber nie, nie wieder CDU von Angela Merkel. Abschließend noch was zu Angela Merkel. Wie beurteilen Sie ihre Rolle? Ich sehe, sie hat außenpolitisch Deutschland sehr, sehr schwach gemacht. Ich will das gar nicht ausführen. Es sind sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen worden, die für Putin sehr vorteilhaft waren. Unter ihr ist die Bundeswehr faktisch zu einer
soll ich das jetzt politisch korrekt ausdrücken, zu einer Truppe geworden, bei der es weniger um die Verteidigung geht, wie man oft den Eindruck hat, sondern um Gender und Diskriminierungsfreiheit und dergleichen. Ich erinnere nur an die Panzer, die umgebaut wurden, dass Schwangere sich reinsetzen können, was Herrn Putin sicher sehr beeindruckt. Wir haben massiv an Resilienz verloren. Wäre es da nicht irgendwann mal Zeit, dass wir eine Demerkelisierung zumindest in der CDU haben? Also wenn wir jetzt den Bogen wieder zurück zum ersten Thema Russland und Putin schlagen, muss ich sagen, hat aus meiner Sicht die Politik von Angela Merkel unserem Land mit Blick auf Russland großen Schaden zugefügt. Ich habe den Eindruck, dass unter ihr die Bundeswehr abgebaut wurde, dass der Bundeswehr Material fehlt, dass der Bundeswehr Personal fehlt, dass die Wehrpflicht abgeschafft wurde, dass auch die Kampfmoral, so wie ich sie als Außenstehender wahrnehme, abgenommen hat. Man denke einfach an die Skandalisierung der Bundeswehr, dass Einzelfälle in der Bundeswehr skandalisiert worden waren. Ich glaube, die Bundeswehr hat jedenfalls während der Zeit von Frau Merkel erheblichen Schaden genommen. Und in der jetzigen Situation im Konflikt Ukraine-Russland, in dem Krieg, sehen wir, wozu das geführt hat. Deutschland kann nicht auftreten mit durchgedrücktem Rücken und am Verhandlungstisch sagen, wir können militärisch durchaus auch uns verteidigen und nicht nur uns verteidigen, sondern auch die östlichen NATO-Staaten. Ich habe auch den Eindruck, dass die Russlandpolitik unter Frau Merkel dazu geführt hat, dass wir schleichend eine weitere, zumindest energiepolitische Abhängigkeit geraten sind, Stichwort Nord Stream 2, aber auch die Energiewende, die in Deutschland dazu geführt hat, dass wir nicht mehr wirklich auf eigenen Beinen stehen, ob es jetzt nun die Atomenergie ist oder auch die Energieversorgung mit fossilen Brennträgern. Die Politik hat letztendlich dazu geführt, dass wir noch abhängiger geworden sind von den Gaslieferungen aus Russland. Und das passt meines Erachtens, und ich habe auch immer wieder davor gewarnt, auch in meiner früheren Zeit, auch zu der China-Politik, die Frau Merkel zu verantworten hat, wo wir in der Zeit von Frau Merkel auch in eine schleichende Abhängigkeit gegenüber China geraten sind, bis hin zu der Diskussion, wie weit Huawei am Ausbau des 5G-Netzes beteiligt werden soll, wo sie persönlich sich dafür eingesetzt hatte, dass China am 5G-Netz mitwirken soll. Wenn wir jetzt die weltpolitische Lage sehen, muss man einfach feststellen, wenn es einen Konflikt auch noch mit China geben sollte, ist Deutschland in einer ausgesprochen schwierigen ökonomischen Situation. Bei uns hängen Hunderttausende von Arbeitsplätzen ab vom chinesischen Markt. Wir waren früher ein ganz wichtiger Außenhandelspartner für China gewesen, aber China immer noch für uns. Und wenn das 5G-Netz mit chinesischer Hilfe hier aufgebaut wird, sind wir letztendlich davon abhängig, dass wir politisches Wohlgefallen gegenüber China zeigen. Und um den Bogen nochmal zurückzuschlagen zum ersten Thema, zu Russland, meine Sorge weitergehend ist, dass China jetzt aufwacht und sich sagt, das, was Russland gegenüber der Ukraine macht, können wir jetzt im Schatten dieses Konfliktes auch gegenüber Taiwan machen und dass China zur militärischen Löse der Taiwan-Frage ausholen könnte. Das halte ich letztendlich für einen globalen Konflikt mit unabsehbaren Auswirkungen auf unsere Wirtschaft, aber auch auf unsere Sicherheit. Und es ist vor dem Hintergrund sehr schlimm, dass wir jedenfalls durch die China-Politik der letzten 20 Jahre in diese Abhängigkeit gegenüber diesem kommunistischen Staat geraten sind. Ja, eine optimistischere Note zum Schluss wäre mir lieber gewesen, aber wir werfen das ja gerade den Parteien in der Regierung vor, dass sie zu sehr durch die rosa Brille auf vieles blicken, und dann sollten wir das selber nicht machen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Dr. Maaßen, für dieses Gespräch. Und ich glaube, in diesen Tagen kann man eigentlich nur einen großen Wunsch haben, und der ist Frieden. Da werden Sie sich sicher anschließen, denke ich. Ja, ganz herzlichen Dank auch für das Gespräch, Herr Reitschuster. Und vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuschauer. Bleiben Sie auch in diesen schwierigen Zeiten dabei. Schauen Sie rein, abonnieren Sie, unterstützen Sie. Vielen Dank, alles Gute. Ciao. Reitschuster.